Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village, Folge 6. Ja, wir sind letztens hier bei dem Glockenrätsel stehen geblieben. Und wir haben 4 Glocken gefunden. Eine fehlt noch. Und die will ich jetzt finden. Also, schauen wir uns den Raum jetzt nochmal gründlich an. Irgendwo muss hier noch eine Glocke sein. Aber wo? Wie gesagt, ich habe in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, dass die ja vielleicht noch kleiner ist als die hier. Und die könnte sich hier irgendwo verstecken. Aber wo? Ah. Da drüben habe ich auch keine gesehen. Wo ist die? Vielleicht mit dem Rohr? Nee. Wow. Wow. Könnte ich die übersehen? Hä? Wieso habe ich die in der letzten Folge schon nicht gesehen? Gott, bin ich blind. Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Wo sind wir denn jetzt hier? Aus dem Schloss entkommen, die Feen ins Marken finden. Masken. Marken. Nehme ich. So, dann hier hoch. Wie funktioniert die rechte Hand eigentlich? Wieso ist die wieder ganz? Und vor allen Dingen die Jacke auch. Guckt euch das mal an. Die Naht ist zu. Sag doch Wundermittel. Manchmal glaube ich, Ethan kann überhaupt nicht sterben. Was ist das für Geräusch? Oh, ich muss drauf schießen. Nein. Oh, dafür muss ich jetzt eine Kugel verballern. Ich werde mal sehen, wie viel es davon gibt. Aber okay, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt auf dem Dachboden. Okay. Das ist ein echt großes. Wow. Wie willst du denn das erzählen, dass du nicht aufstehst? Fragen kann ich mich selber. Sage ich jetzt keine Notwendigkeit, meine Waffe zu benutzen, aber habe ich da gerade ein Dietrich aufgehoben? Das ist aber nett. Können wir hier auch noch mal was machen? Das geht nicht, okay. Wir haben einen neuen Dietrich. Wie viele habe ich denn noch, die Dietrich brauchen? Hey. Gut, hier war nichts mehr. Hier braucht die. Ah, hier ist noch eins mit Dietrich. Irgendwas fehlt mir hier noch. Hier war alles blau. Hier war alles blau. Das war's. Wie gesagt, hier brauche ich Strom, um weiterzukommen. Hier ist Dietrich nur noch und hier muss ich dann auch noch mal gucken. Dann habe ich nämlich alles blau. Finde ich gut. Was ist das? Schatzkarte. Was? Schatzkarte? Da. Kitchen Dungeon Treasure. Na, da war ich doch schon. Das ist doch da, wo ich das mit dem Feuerdings machen musste. Im Sarg dieses Adeligen ruht ein unschätzbarer, wertvoller Erbstück, aber er lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwas von wegen, man müsse den Weg erhellen. Ja, okay, das habe ich schon gelöst. Das war in der letzten Folge. Gut. Was liegt hier? Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblumen nennt.
Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Giften aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Es soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt also alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass ich das Ding brauche. Ist hier noch was? Ja. Oh, halt mal nach oben gucken. Da oben ist eine Lade. Hier könnte ich mir gut vorstellen, dass hier oben irgendwo ein Schatz ist. Hier aber anscheinend nicht. Noch nicht. So, gehen wir mal weiter. Vielleicht ist das auch da hinten noch, was ich noch finden kann. Eine F2-Rifle. Sniper. Ja, wir hätten nicht einfach mal eine Sniper auf dem Dachboden rumliegen. War das jetzt? Nee. Hier ist echt dunkel. Als ob hier liegt doch noch irgendwo was. Da höre ich schon irgendwas Ekliges da draußen. Hier ist doch irgendwo was. Ja, so, wenn ich hier immer die Räume komplett absuche, aber ich hätte schon gern alles. Gerade weil Geld wichtig ist in dem Spiel. Kann ich hier irgendwie runterschießen? Hier eigentlich. Schaufensterpuppe. Irgendwas ist hier noch. Ich will wissen, wo. Hier. Ja, Mann. So, und da ich einen Sniper gekriegt habe, denke ich mal, brauche ich jetzt auch einen Sniper, wa? Für welche? Greifen die mich an? Wahrscheinlich. Kunstschuss. Sie einen Story-Modus, einen Ferngegner mit einem Scharfschützengewehr. Yay. Aber da liegt doch jetzt auch das Geld, oder? Na egal. Ich will dem mal nicht zu nahe kommen lassen. Waren das nicht vier? Ist aber groß. Echt komische Geräusche hier. Thank you.
Fahrstuhl, der unten in einen Raum führt, oder? Ah. Ja, machen wir gleich. So, die kann man doch bestimmt zusammensetzen, oder? Kann man die beiden nicht kombinieren? Den Kopf auf die Wirbelsäule draufstecken geht nicht? Schade. Aber ich will das mit dem Fahrstuhl benutzen, weil ich habe ja ein Dietrich. Ne? Kann man das eigentlich? Soll das sein? Ach, das ist ein zweiter Koffer, den ich da gekauft habe. Nee, das ist Müll. Nee. Um Gottes Willen. Seid ihr wahnsinnig? Schmeißt es doch nicht weg. Ich habe hier ein Dietrich. Das heißt, wir können jetzt die eine Schublade da öffnen. Ich denke mal, dass der Fahrstuhl in einen Raum geht, wo der eine Fahrstuhl ohne Strom war, oder? Yep. Ich weiß zwar nicht, wo der Strom jetzt auf einmal herkommt. Aber er ist da. Hier ist aber trotzdem noch irgendwas. Ach so. Ah ja, natürlich. Jo. Da ist der Dietrich. Das heißt, sie gehen jetzt erstmal speichern. Cassandra? Cassandra! Nein! Weißt du, wie viel Blut und Schweiß mich diese Mädchen gekostet haben? Diese Schuld kannst du nicht begleichen! Ja. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Okay. Was hast du denn? Soll ich etwas für dich auswählen? Ja, das kaufen wir. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Jetzt können wir Scharfschutzmunition herstellen. Sieh es als Investition, Ethan. 6.000. 12.000. Ich hätte gerne mal gewusst, was das Einsinn bringt. Aber sollte ich das jetzt aufheben oder? Ich bin eigentlich der Meinung, dass man das und das kombinieren könnte, aber es funktioniert nicht. 7 Stück. Ja komm, ich verkaufe das jetzt einfach mal. Immer her damit. Wobei die will ich mir mal aufheben, die 3. Der kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das hebe ich mir auch mal noch auf. 38.000, jo. Das sollte reichen. So, das heißt, wir verbessern jetzt mal was. Magazingröße. Ja, pf, nicht unbedingt. 8.000. 700 Schaden. Überlass das mir. So. Rest würde ich dann jetzt erstmal aufheben, oder? Warte mal. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Oh, ausgezeichnet. Das gönne ich mir mal noch. So.
Das sollte das mal gewesen sein mit Kauf. Rechnete Wahl. Hals- und Beinbruch. So, jetzt will ich in den Raum hier noch mal. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Da ist jemand ziemlich sauer. Hier ist der Raum, in dem die dreht, genau. Muffin-Muni. Okay, nehme ich. So, wie gesagt, jetzt nur noch der Innenhof, der rot ist. Ansonsten habe ich alles. Na ja, gut, bis auf das Dach, da wo ich jetzt hin muss, ist klar. Da muss ich ja noch rumlaufen. Kommt noch D2 und Turm kommt noch. Okay. So, das ist echt nervig, den Hof hier zu säubern. Gerade wenn die mir am Nacken hängt. Ich muss die Treppen hoch und geradeaus. Och nö. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Zum Fahrstuhl. Sind da jetzt echt die ganze Zeit? Bist nervig. Angst vor dir oder warum kommt die hier nicht rein? Was machst du da? Gucken, wo sie hinläuft. Hoffentlich läuft sie nach oben. Ah.
braves Mädchen. Endlich. Gut, jetzt können wir weitermachen. Bin hier fertig, kannst jetzt auch rausgehen, wenn du willst. Gut. Ach, wir werden sicherheitshalber nochmal speichern. Gehen wir wieder aufs Dach und machen da weiter. Wer ist denn hier, der immer diese komischen Geräusche macht? Ist das der Zug? Okay. Geh weg. So, jetzt will ich mal die Karte alles abchecken. Habe ich alles? Mal unten. Habe ich alles? Jo, alles klar. Alles richtig gemacht. Also wenn der von da vorangehen würde, würde man sich von oben nach unten arbeiten. Hier lang. Gehe ich erstmal hier runter? Ja, oder? Hier scheint die abgesperrt zu sein. Gehe ich erstmal da lang. Ich habe hier auch noch Fliegedinger. Die Entwickler könnten so gemein sein und hier irgendwo in den Ecken von der Fassade irgendwelche Schätze verstecken, ey. Aber da es bis jetzt nicht vorkam, sind sie anscheinend nicht so gemein. Um sowas zu machen. So, schauen wir uns mal auf dem Dach weiter um. Schöne Aussicht. Bisschen neblig. Schatz haben.
dazu. Zauberkräfte. Was geht denn eigentlich mit der Melodie hier ab? Die ist ganz schön laut, ey. Was auch immer angegriffen. Immer noch was zum Sammeln. Ja, kaputt machen. Nee. Hier was? Ja. Ich glaube, es ist geleuchtet. Anscheinend doch nicht. Es war nur so ein Riss hier. Nee, ich will auch noch nicht darüber. Was gibt's hier noch? Ich hab ja auch hier noch nicht alles. Schätze bzw. Ressourcen, wo seid ihr? Wir wetten, dass man hier irgendwas abschießen muss. Hör mal, Bro. Sind wir am Anfang. Oh lol. So, da komme ich dann über die... Ah. Ich glaube, so komme ich ja wieder zurück. Genau, hier. Ja, vielleicht ist auch da das, was ich noch brauche. Schauen wir mal.
Ausdauer, Dieb. Jetzt würde mich mal interessieren, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich... Ah, auch sehe, das haben sie verhindert. Oder? Ah, die Leiter wird erst runtergehen, wenn man die Maske nimmt. Aber mich hätte mal interessiert... Okay. Okay. Trotzdem kann man ja wieder hochlaufen. Nee, dann nehme ich es zurück. Okay, jetzt sollte ich hier rauskommen. Ah, das ist schön. Hier oben ist alles blau. Ich hoffe, unten ist auch alles blau. Nein. Das heißt, wir müssen nochmal loslaufen. Ich will nochmal hier am Anfang gucken. So, hier sind wir ja gekommen. Gibt es hier irgendwo noch irgendwas? Vase oder so noch, ne? Hier sehe ich nichts. Geht's noch einmal über das Dach durch, ansonsten, ja, hab ich keine Ahnung, wo es hier noch was geben soll. Springen kann ich leider nicht. Ah. Ich sehe aber auch nichts weiter. Oh. Springen kann er nicht, aber fallen kann er. Hast du dich versteckt, Ressource? Komm raus! Aber diese Melodie geht einen schon ziemlich auf Keks. Nach einer Zeit. Lauter. Oh, 7. Kannst du benutzen. Ah, hat er den Haken jetzt mitgenommen? Dass hier drinnen nichts ist, wundert mich. Bis auf die zwei Vasen. Leuchtet aber nichts. Ne, hier habe ich ja alles, Leute. Ja, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe keine Ahnung, was ich hier übersehen haben soll.
Nee. Dann würde das Dach für mich rot bleiben. Schade. Na gut. Beim zweiten Durchgang dann. Nee. Leider keine Ahnung, wo das ist. Oder ist hier noch irgendwo was? Auf dem Balkon? Nee, gell? Ich hoffe mal, dass ich von den Fliegeviechern nicht das. Nee, das zählt nicht. Naja, egal. Ich weiß nicht, ob wir nochmal hier hochkommen. Falls doch, muss ich dann nochmal auf Cam gucken. Ich glaube aber nicht, dass man nochmal hier hochkommt, wenn man hier raus ist. Lästige Missgeburt! Lauf so schnell du willst! Ich krieg dich schon! Ist hier rein, ja. Ganz schlecht. Komm mal hier durch! Hallo! Bist dick! Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Das neue Ware. Willkommen, denn? Ethan. Hast du nichts Neues? Tausend für eine Patrone finde ich auch schon echt heftig. Allein für 5 Schuss bräuchtest du 5000, ja. Das ist ein bisschen happig. So, kann ich hier noch irgendwas Schönes machen? Nachladegeschwindigkeit ist vielleicht. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Oh. Ach komm, was soll der Geiz? Überlass das mir. So. Beachte mich gar nicht. Bis nächstes Mal. 7 Schuss. Ob das ja auch wie bei Resident Evil 4 ist, dass wenn du zum Beispiel nur eine Patrone hast und eine Magazinerweiterung kaufst, dass dann automatisch Munition nachgefüllt wird? Oder war das bei Teil 5? Ich glaube, bei Teil 5 war das. Okay. Ja gut, Leute, wir sind mal jetzt am Ende. In der nächsten Folge sehen wir dann, was passiert, wenn ich diese letzte Maske hier einsetze. Also hier die Maske des Zorns. Ob wir dann das Schloss entkommen können. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns der nächste Bosskampf bevorsteht. Wir sind draußen immer noch. Ah, okay. Gut. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt Resident Evil Village bei DGV. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday.